Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, ihr Lieben, wir haben schon mal die Pflanzen besorgt und wir machen jetzt hier weiter bei der guten Dame. War ab, nichts verpasst. Pflanzen, die du wolltest. Also war nur sammeln. War gar nicht so leicht. Gut, gut. Vielen Dank, Evo. Gut, gut. Vielen Dank, Evo. Und das war's. Hier, bitte. Und sei vorsichtig. Dieser Trank wird sich an deinen Lippen wie Eis anfühlen. Okay. Und in deinem Leib wie Feuer brennen. Ja, das wollen wir unbedingt. Definitiv. Let's go. War doch jetzt der Richtige, oder nicht? Man weiß es nicht. Sehr hell auf jeden Fall. Kostet von dem neuen Trank. Dann habe ich den falschen gewählt. Aufwachen. GG. T-Bang, sein Großohr. Sein Großvater. Aber gut zu wissen, dass man da auch nochmal zurück konnte. Es ist wieder richtig hell. Das lieben unsere Augen. Schneewehensager. Okay. Dann let's go. Schick schaut schon mal aus. Oh ja, sieht sehr schick aus. Jötunheim, lange habe ich keinen Fuß mehr in dieses Reich gesetzt. Ich muss die Zauberin Angerboda finden. Sie weiß alles, was hier vorgeht. Okay. Alles klar. Let's go. Die Brauerei liegt fast trocken. Und doch verlangen sie in Aegirs Halle nach mehr. Dieser Hain ist vom Flüstern. Ich wollte schon sagen, warum kann das Ding nicht schneller? Nicht alles ist, wie es scheint. Letzten Besuch war Angerbodas Haus genau hier. Vielleicht ist es das noch. Okay. Wo soll denn hier bitte schön ein Haus versteckt sein? Okay.
Okay. Hier ist einfach nur ein riesiger Baum. Nach oben vielleicht? Was ich nicht glaube. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Boah, jetzt spring doch einfach. Wo soll denn bitte schön hier ein Haus sein? Hilf mir, sei meine Augen. Check ich nicht. Wo soll denn hier ein Haus sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Da oben ist ein fucking Schlüssel. Jetzt häng ich fest. Ja, GG. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. Ja, wo soll jetzt hier ein Schlüssel sein? Liebes Spiel. Hier schwebt einfach nur ein Schlüssel. Zeig es mir. Ja, zeig's mir mal. Ich habe keine Ahnung, wo hier was sein soll. Oh, hier. Das Haus wird von Magie. Das Haus, da ist es ja. WTF, wo sieht denn er ein Haus? Trugbilder. Doch jedes Hindernis kann überwunden werden, wenn man es richtig betrachtet. Ja, lol. Jetzt sehe ich das Haus auch. Ja, GG. Darauf muss er aber erstmal kommen, oder? Du unterschätzt die Menschen. Wie immer schon. Wenn das Ende kommt,
werden sie uns überleben. Sie sind geistlose Zerstörer, die uns vernichten und die neuen Reiche erben werden. Das kann ich nicht tun. Sie sind zu mehr fähig, als du ahnst. Und ich werde dir nicht helfen, ihren Untergang herbeizuführen. Okay, hallo. Bitte, tritt ein. Halte dich nicht mit Klopfen oder Höflichkeiten auf. Tür war offen. Danke, Bode. Ich bin weit gereist, um dich zu sprechen. Und es ist mutig von dir, meine Schwelle allein zu betreten. Wo ist mein Geliebter, der dunkle Fuchs, der mein Lager teilte? Loki blieb in Asgard, um beim Wiederaufbau nach einem Angriff zu helfen. Wie großzügig. Und ungewöhnlich für ihn. Früher könntest du besser lügen. Ich bin nicht Lokis Amme. Ich kam hierher, um die Jötnermagie zu verstehen, wie man seinen Huger von einem Körper in einen anderen überträgt. Der Met. Du suchst den Met? Hyrokin, du strapazierst meine Gastfreundschaft. Dann verabschiede ich mich. Doch denk an meine Worte, Angaboda. Bald wirst du die Dinge so sehen wie ich. Okay, keine Ahnung, was hier los ist. Wahrscheinlich wegen den Menschen. Ihr spracht über die Menschen in Midgard. Taten wir das? Warum sollten wir Jötner uns mit solch niederen Wesen befassen? Weil du sie für zäh hältst und ehrgeizig. Du weißt viel, Weitsehender. Doch nicht genug, um dich zu retten. Der Met, von dem sie sprach, wo finde ich ihn? Sie hat sich versprochen. Vergiss, was du hörtest. Keine Spielchen, Zauberfrau. Du verkaufst jede Wahrheit, wenn der Preis stimmt. Wenn er denn gezahlt werden kann. Es gibt eine Wurzel, die Altweiberklaue genannt wird. Ah. Sie wächst am Fuße eines Wasserfalls im Süden, am Waldesrand. Bringe mir 3 Wurzeln von der Stelle, wo das rote Moos gedeiht. Dann sprechen wir von dem Met. Ich nehme dich beim Wort. Finde den Wasserfall und betrete ihn. Das machen wir. Okay, da unten ist nichts. Da unten ist einfach nichts. Komm, mein Hirsch. Lass uns die Welt erobern. Hier sollte der Wasserfall sein, aber ich sehe keine Spur von ihm. Vielleicht finde ich irgendwo einen Weg, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ja, da haben wir hier Rätselreihen anscheinend. Sehr schön. Ich habe eigentlich gedacht, so wie eben würde es gehen, aber... Da unten müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, ich höre wieder was. Meine inneren Dämonen sprechen wieder mit mir. Dieses Land verbirgt seine Geheimnisse gut, jedoch nicht gut genug für mich. Und tschüss. Angaboda sagte, ich soll dort suchen, wo rotes Moos gedeiht. Eine Höhle unter dem See. Dieses Land ist wild. Hier ist rotes Moos. Oh, was war mit ihm? Wo war denn das? Mein Toast Bart ist ja unglaublich. Yggdrasils mächtige Triebe reichen in jeden Winkel dieses Reiches. Das muss wohl diese Altweiberklaue sein. Sie riecht stark. Sicherheit, Weiberklaue. Es sollte hier noch mehr geben. Aber wo ist die Frage, my friend? Da unten, ja.
Aber vielleicht sehe ich von da aus dann die. Düster und freudlos. Hier soll genauso sein. Let's go. Noch eine Wurzel und es reicht. Wo soll die sein? Wo sind diese verfluchten Wurzeln? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Na nein. Geht doch. Das sollte Angaboda genügen. Jetzt muss ich nur noch einen anderen Ausgang finden. Den werden wir wohl finden. Eine Schnellreise jetzt. Geht nicht. Eine Schnellreise geht nicht. GG. Und das soll ich herausfinden, weißt du? Der sich am Tag, also wenn ich hier leben würde, mich nur verlaufen würde. Der soll herausfinden, wie man hier rauskommt. Ja. Das kann ja was werden. Ja, wow. Lohnt sich ja richtig, hier zu tauchen. Ich will hier raus. Na, den Weg kennen wir da schon. Also muss ich irgendwie ganz weit nach oben kommen. Da geht's auch da oben hin. Lol. So ist das, wenn man blind läuft, ne? Ich glaube, ich habe hier was gefunden. Es wird heller. Das muss der richtige Weg sein. Nice. Und mal hören, statt dieser Wurzeln dreht sich mir der Magen um. Alles klar. Ein Stachelschwein, das war, ne? Eieiei. Die Hörer kommen näher. Sieht der Geruch dieser Wurzel sie an? Man weiß es noch nicht. Los! Die Wurzel, keiner, statt Trüffelschweine. Ich wollte schon sagen, das Ding springst du doch, da trocken wir doch, oder?
Muss anonym sein. Oh. Wieso bleibt das nicht für immer? So wie letztes Mal. Wahrscheinlich, weil ich nicht absichtlich dahin geschaut habe, ne? Müsste jetzt hier sein. Ja. Ich tat, was du verlangtest. Wo ist meine Weisheit? Lass es einen Moment köcheln. Machen wir. Hier. Ein Trank, um deinen Huga vorzubereiten. Immer ja am Saufen. Wie soll mir das denn mitbringen? Er wird deinen Geist für die Geheimnisse der Welt empfänglich machen. Scheint lecker gewesen zu sein. In der Zwischenzeit können wir doch über Asgard sprechen. Wie steht es um eure Verteidigung nach dem letzten Angriff? Wir wurden geschwächt durch Verrat. Ohne Zeit für den Wiederaufbau könnten wir einem weiteren Angriff vielleicht nicht widerstehen. Moment, das wollte ich nicht sagen. Ich fühle mich seltsam. Altweiberklaue lockert die Zunge. Nun, du sagtest, du wolltest den Met. Doch wie sehr willst du ihn? Was würdest du aufgeben, um von den Fesseln des Schicksals befreit zu werden? Deine Zunge? Deine Hand? Dein Augenlicht? Ich würde das alles geben. Und mehr. Das würde ich gern sehen. Ah, Loki. Loki, was ist das für eine List? Ich nahm dir die Kraft, Havi. Und wenn mir deine Antworten missfallen, nehme ich auch dein Leben. Dachtest du, ich würde dich schonen? Nach dem, was du meinem Sohn angetan hast? Unserem Sohn. Fenrir. Den Namen hast du sicher schon einmal gehört. Ja. Im letzten Gefecht wird der Fenriswolf mein Untergang sein. Nun weißt du es. Nun kannst du mich nicht länger betrügen. Also sag mir, was hast du vor mit ihm? Ist ja egal. Ich will ihn töten. Doch ich kann nicht. Ich habe einen Schwur geleistet, Loki. Und den werde ich nicht brechen. Ich werde sein Leben nicht beenden. Fenrir wird bis zum geweissagten Tag eingesperrt bleiben. Wenn seine Fessel reißt und wir uns auf dem Schlachtfeld treffen. Wie es unser Schicksal ist. Dann fesseln wir auch dich bis zu diesem Tag, wie du es mit unserem Sohn zu tun gedenkst. Ja, Gigi. Wie du mir, so ich dir. Wie ich sehe, ließ sie dich leben. Du hast wohl etwas richtig gemacht. Lass mich dir darunter helfen. Ah ja. Warte! 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 Nein! Ah!
Okay. So, aber die Folge geht schon viel zu lang. Okay, liebe Leute, das war's auf jeden Fall an der Stelle. 25 Minuten reichen. Ja, interessant. Jetzt wieder Loki, der Verräter, dass es sein Sohn war und sie, ja, war interessant. Okay, liebe Leute, so, Support ist kein Mord, ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auch gerne eine Bewertung da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.